Jo. Dann nach oben. Ich wollte ja die Konstellation von den Fahrstühlen reparieren. Und ich sage jetzt auch warum. Weil das nicht geht, weil das ja kaputt ist. Und dazu machen wir ein Experiment. Und dazu müsste ich ins Lernteil gehen. Wir haben ja auch noch die SIPs zu vernichten. Das dauert noch. So, endlich im Lernteil angekommen. Bei Elektrochemie finden wir die Antwort. Unter Galvanisieren. Und ich sage einfach. Das eine Metall, das unedle, bekommt einen Überzug. Hier zum Beispiel von Silberblech. Das wird also die wandern zum Minuspol, nehmen dort Elektronen auf, die dabei gebildeten Silberatome setzen sich auf dem Gegenstand ab. Ja, das ist es. Das wollte ich sagen. Ja, das kann man. Manche Dinge kann man eben schlecht erklären. Das so geht. Naja, das ist ja noch einfach. Ey. Was laber ich da? Nee. Vergiss das, Leute. Ja, das hatten wir da am Anfang. Oxidation, Reduktion, gewöhnliches Element. Ja, und das hat eine bestimmte. Das werdet ihr gleich sehen, das hat eine bestimmte Spannung. Ja, machen wir das mit Galvanisieren. Dazu bräuchten wir eine Silbernitratlösung, Schwefelsäure. Nee, wir müssen zuerst. Ich weiß was, wir brauchen zuerst Kupfer. Kupfer-2-Oxid. Und das wird zu Kupfersulfat. Wenn wir jetzt Schwefelsäure dazugeben. Kupfersulfatlösung, ja.
dann verschinken wir den Eisennagel. Nee, verkupfern. Verkupfern war's. Wir haben ja Kupferdraht. So. Und jetzt schaut mal, was passiert. It's magic. Ist das nicht geil? Ist das nicht fantastisch? Verkupfter Eisenhagel. Galvanischem Halbelement. Cu, CO2 plus. Ja. Und das alles nur mit Hilfe von drei Gegenständen. Oder vier. Oder fünf. Weil das Special Class müsste man auch dazu sehen. Wo gehst du denn hin? Testknopf für Differenzspannung. Unbelegte Kontaktfelder. Das ist leer. Dazu müssen wir den Eisennagel da reinmachen. Und die Differenzspannung ist 0,57 Volt. Also die Spannung zwischen den beiden Metallen, unedlem und edlerem, wenn ich das richtig sage. Falls falsch sein sollte, entschuldige ich mich. Und das machen wir zu. Dann haben wir das auch repariert, damit wir uns im Labor einschließen können. Das klingt komisch, ist aber so. Das machen die meisten Wissenschaftler. Die sperren sich immer in den Laboren ein. Sehr komische Dudes. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Ja, hier können wir etwas einschmelzen, aber dazu brauchen wir etwas ganz Bestimmtes. Wir brauchen ja Brandkalk, das bräuchten wir für die eine Sache da, in dem einen, ja, ihr werdet es schon sehen, wir gehen mal zu die. Ja, wir haben ja noch diesen einen Tropfstein. Da können wir einen ganz bestimmten. Versuch machen. Aber zuerst, weil wir schon dabei sind, wir haben eine Rosenblüte und da. Können wir das Rosenöl herstellen? Das muss ich ja nicht erklären. Destillation kann man auch im Lernteil nachschauen. Rosenöl. Jo.
Und jetzt kommt das mit dem Brandkalk. Das kann ich auch erklären. Unter Stoffveränderung, glaube ich. Aber zuerst möchte ich noch das Team-Need-Verfahren zeigen. Also das brauchen wir alles, um eine Reaktion zu verursachen, die so heiß ist, dass man das Eisenerz schmelzen kann. So erkläre ich das mal in einem von Worten. Man kann ja hier das alles nachlesen. Ja, und das war im Roheisen. Wo ist denn das? Ah, natürlicher Kreislauf technischer. Entweiß Kohlenstoffdioxid beim Verdunsten an der Höhlendecke. Calciumcarbonat, das sich in Form von Tropfstein oder Kalkinterrassen ablagert. Aha. Dabei zerfällt es in Kohlenstoffdioxid und Calciumoxid. Aha. Das Kaliumoxid wird auch als gebrannter Kalk oder Brandkalk bezeichnet. Und wir haben ja das eine Labor, wo wir es schmelzen können. Geht mit Wasser. Aha, hier, brennen, Brandkalk, löschen, abbinden, Aufnahme von CO2, Kalkstein, Calciumcarbonat, Aufnehmen von CO2, das steht hier. Ja, und so ungefähr bekommen wir dadurch... den Tropfstein. Wir haben quasi die Reaktion anders jetzt hier. Oh. Ach, zuerst den Korken, sonst geht es ja nicht. Damit verstopft er mit Wasser gefüllter Tropfstein. Jetzt geht es. Also wir haben jetzt das gelöst, quasi. Zerbrochener Tropfstein. Tropfsteinstück. Ja, jetzt haben wir den Tropfsteinstück. Also jetzt